smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive. So. Ich möchte heute meine Erfahrungen mit E-Bikes mit euch teilen. Ich bin seit circa 3 Wochen stolzer Besitzer dieses schönen Gerätes, was ihr gerade schon im Vorspiel oder wie auch immer man es nennen mag, gesehen habt. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, ich weiß, E-Bikes sind schon lange kein Neuland mehr. Dennoch war es für mich neu und ich denke, für viele von euch da draußen ist es auch neu. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Zweirad Express TV begrüßen an diesem wunderschönen Morgen. Ihr habt es gerade schon ein bisschen gesehen. Ganz kurze Erklärung zu mir. Ich arbeite bei Zweirad Express im Marketing und darf euch künftig nicht nur auf Instagram, sondern auch hier auf YouTube mit meinen Rädern quasi mitnehmen, Videos für euch machen. Und das hier ist eben so das erste richtige, unser Startschuss. Deswegen, ihr werdet unseren Instagram-Account wahrscheinlich auch noch nicht kennen. Den verlinke ich euch als ersten Link unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne an. Und jetzt sprechen wir über meine ersten Erfahrungen aus den ersten 3 Wochen mit einem E-Bike. Vorher auch nur reguläre Fahrräder gefahren, wie wahrscheinlich die meisten von uns, und vor allen Dingen auch viel nicht gefahren. Denn ich bin auch gerne mit dem Motorrad unterwegs. Wer unseren anderen YouTube-Kanal Helmexpress TV kennt, verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung für die Motorradfahrer von euch, der weiß, dass ich auch gerne mit dem Motorrad unterwegs bin. Nichtsdestotrotz, so ein E-Bike ist schon eine geile Ergänzung. Jetzt aber zu meiner ersten großen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar ist es, dass jeder mal will. Also egal, wer zu Besuch kommt, neues Fahrrad und hier und da. Und E-Bike, yo, habe ich auch schon von gehört. Oder ich habe auch eins und darf ich mal fahren. Also es ist wirklich jeder Besuch. Also meine Eltern, meine Schwester, meine Freundin. Ich habe meine Freundin in 7 Jahren Beziehung, in über 7 Jahren, noch nie auf einem Fahrrad gesehen. Auf einem Motorrad ja, aber noch nie in meinem Leben auf einem Fahrrad. Das hat sich dann innerhalb der ersten 30 Minuten, wo ich dieses Fahrrad hatte und aufgebaut habe, hat sich das geändert und jetzt will sie auch eins. Also so kann es wirklich gehen. Es ist echt ein krasses Gerät, um wirkliche Nicht-Fahrradfahrer und Fahrradfahrmuffel zu begeisterten Fahrradfahrern zu machen und das ist halt krass. Der zweite Punkt, der mir total aufgefallen ist, man sieht mehr. Im Vergleich zum normalen Fahrrad, weil man einfach längere Strecken schafft, auch als Untrainierter. Ich kann einfach viel weiter fahren und habe damit die Chance, einfach mehr zu sehen, auch weiter mal wegzukommen oder auch mal nicht mit dem Auto erst irgendwo hinfahren zu müssen, sondern gleich von zu Hause aus starten zu können, weil ich einfach 30, 40, 50 und mehr Kilometer am Tag fahren kann. Und das ist halt eine coole Sache. Und im Vergleich zum Auto, zum Motorrad, habe ich einfach die Chance, dass ich wirklich auch Sachen sehe, wo ich hier zum Beispiel durch den Wald, ihr habt es eben gesehen, mit dem Motorrad durch, auch wenn ich eine Enduro habe, schwierig rein rechtlich und mit dem Auto schon gar nicht. Ich komme einfach irgendwo hin, wo ich mit einem Auto, mit dem Motorrad nicht hin darf und kann. Und vor allen Dingen habe ich die Tatsache ja, dass ich auch einfach langsamer unterwegs bin. Ich habe hier eine Reisegeschwindigkeit von 20, 25 km/h, denke ich mal, und dementsprechend sehe ich auch einfach mehr, kann mir Sachen genauer angucken, sei es jetzt Architektur, sei es die Natur. Das ist auch ein riesen Vorteil, eine coole Sache, die ich erfahren habe jetzt während meiner ersten Wochen mit dem E-Bike. Und damit sprachen wir es eigentlich schon ein bisschen an. Für Untrainierte, so wie mich, ist es halt super schön. Ich kann auch wirklich durch den Wald fahren, kann die Berge hochfahren und bin nicht komplett fertig. Also ich kann es auch vor der Arbeit machen. Ich bin hier jetzt heute Morgen um 8 Uhr losgefahren. Ich kann gleich entspannt noch irgendwas machen und habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, total lahme Beine und dementsprechend ist das wirklich cool. Mit einem E-Bike fährt man meines Erachtens dann auch viel, viel eher mit einem Fahrrad zur Arbeit, als wenn ich es machen würde, wenn ich jetzt ein normales, ein reguläres Fahrrad hätte. Das ist auch eine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Damit einhergehend habe ich nicht nur eine extrem hohe Tourentauglichkeit, sondern auch Alltagstauglichkeit. Ich kann zur Arbeit fahren, bin ich gleich platt oder zu Freunden, zu Besuch. Vielleicht auch nach einer Feier damit, wenn ich natürlich nur ein bisschen was getrunken habe, noch nach Hause fahren kann. Ich kann Besorgungen des alltäglichen Lebens machen, kann zum Supermarkt fahren, wenn ich nur ein bisschen was brauche und muss nicht extra das Auto rausholen. Tue natürlich auch noch ein bisschen was für die Umwelt. Das kommt dann natürlich auch mit rein. Und der nächste Punkt ist dann für mich die Aufbewahrung. Denn man hat hier ja schon einen gewissen Wert stehen. Man will nicht, dass es wegkommt. Wie schließt man es an? Man braucht meines Erachtens für ein gutes Gefühl ein extrem gutes Schloss. Macht sich vielleicht auch vorher schon mal Gedanken, wo kann ich, da wo ich hinfahren will, mein Fahrrad auch, wenn ich es verlassen muss, gut anschließen, dass es sicher ist. Denn man hat hier ja schon meistens ein kleines Vermögen stehen und auch ein bisschen was, wo man sich auch dran gewöhnen kann, wo man vielleicht sogar ein bisschen emotional ist, wenn man ja doch die ein oder andere Tour mit seinem Fahrrad gefahren ist. Dementsprechend
muss man sich da wirklich Gedanken machen. Da kommen auch nochmal separate Videos zu, wie man ein E-Bike vernünftig anschließt. So, dass mein Fazit ist, wer Bock hat, mal wirklich Fahrrad zu fahren, der sollte sich sowas mal angucken. Und ich glaube auch ganz viele, die sagen, oh, ich bevorzuge jetzt ein herkömmliches Fahrrad. Wenn die mal ein richtig gescheites E-Bike gefahren sind, sehen sie auch die Vorteile und überlegen es sich vielleicht auch nochmal anders. Oder neben sich sowas ergänzen zu dem vielleicht schon Daseinen, zu dem bestehenden Fahrrad. Und ja, ist natürlich immer ein bisschen Investition. Man muss sich das überlegen, das ist einfach so. Aber dann macht es extrem Spaß und konvertiert auch Nicht-Fahrradfahrer zu Fahrradfahrern. Und es ist halt auch ein bisschen was, wenn ich vielleicht körperlich nicht nur nicht fit bin, so wie ich, sondern vielleicht auch nicht ganz so gesund bin, dass es dann einfach auch eine tolle Sache ist, um weiter mobil zu bleiben. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das sind meine ersten Erfahrungen zum E-Bike-Fahren. Es macht mir riesen Spaß. Wenn euch dieses Video ein bisschen gefallen hat, dann gerne positiv bewerten. Abonniert gerne hier Zweirad-Express-TV. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Jetzt wünsche ich euch eine gute Fahrt. Macht's gut, bis dahin. Ciao.